Oh, der lebt in seinem Elternhaus. Immer noch als alter Mann. Was für ein schöner, ruhiger Tag, Liebling. Es tut mir leid. Ich ertrage das nicht mehr. All die Schmerzen und die Behandlung und die Umstände, die es für unsere Kinder verursacht. Ich halte es nicht mehr aus. Das ist es nicht wert. Bruder, mein Leben war so wundervoll. Also hat er uns angelogen, quasi mehr oder minder. Weil das resultiert ja aus Depressionen und keinen Ausweg für sich kennen und so. Okay. Also haben wir hier die erstmal alle abgetaucht. Okay. Dann gehen wir mal ins Bett. Schlafen. Ich bin gespannt, was uns jetzt am nächsten Tag erwartet. Ich setze mich mal einmal anders hin. Die verschwommenen Erinnerungen. Ah, dieser Pudding sieht so lecker aus. Sollte ich mir ein Löffelchen genehmigen? So köstlich. Oh. Okay, da können wir auch tagsüber uns das halt nochmal angucken. Okay, jetzt bin ich gespannt. Och Gott. Hilfe! Ach, liebes Baby. Als ich aufgewacht bin, war das Baby schon hier. Sie hört einfach nicht auf zu weinen. Oh je, gleich kommen doch schon die ersten Kunden. Oh, liebes Baby. Was kann ich tun, damit sie aufhört zu weinen? Windeln, hungrig, einsam. Das macht Sinn. Du bist deshalb hierher gekommen. Ich habe ihren Erinnerungssplitter. Du hast einen Erinnerungssplitter erhalten. Ach, liebes Baby. Tauchen. Och, Göttchen. Nichts drin. Okay. Wie war es? Ich wusste es. Er ist leer. Sie hat noch keine Erinnerungen sammeln können. Dann gibt es wohl keine andere Möglichkeit, als zu raten. Was könnte ein Baby wollen? Proteine, Bier, Milch. Naja, das ist auch nicht so falsch. Das schon, ganz klar. Wäre aber eine lustige Antwort. Und, ja, wir sagen aber einfach mal Milch oder Proteine. Ich meine Milch, ja, aber komm, Proteine. Oh, das mag ich am liebsten. Aber ohne Bewegung legt man damit letztendlich nur am Gewicht zu. Das wird zu zusätzlichem Fett, wenn man keinen Sport treibt, um es in Muskeln zu verwandeln. Ich meine, ich glaube nicht, dass das Baby Proteine möchte. Was könnte ein Baby wollen? Okay, dann müssen wir tatsächlich das nehmen. Hab ich mir ja eigentlich aber auch gedacht. Natürlich, Babys trinken Milch. Du kannst sie aus der Küche holen. So. Erstmal da die Milchflasche da am Hals. Super, danke dir. Okay, das Babywein war schon so ein bisschen dezent nervig jetzt. Du hattest recht, sie hatte Hunger. Schmeckt gut, nicht wahr, meine Kleine? Moment mal, ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, vor langer, langer Zeit. Oh, sie hat alles ausgetrunken. Du bist wunderbar, gut gemacht, kleines Mädchen. Was? Sie ist verschwunden. War das ihre erste und gleichzeitig letzte Mahlzeit? Ich hoffe, sie kann ihre Mutter wiederfinden.
Das grauenhaft. Ja, der Herr kann sich wieder nicht entscheiden. So, wer bist du denn, ehrenwerter Onkel? Ich muss noch arbeiten. Kannst du mir einen Energy Drink bringen? Okay. Energy Drink? Okay. Was verstehen die unter einem Energy Drink, okay? Das hier ist sein Energy Drink. Hier, bitte. Okay. Kartoffelsuppe? Ich meine, dass ich einen Energy Drink bestellt hätte. Du hast die Bestellung falsch aufgenommen. Hast du nicht? Was auch immer, dann esse ich halt. Wow, das ist gut. Es befreit mich vom Stress, beruhigt meinen Geist. Weißt du, das war genau, was ich essen wollte. Ich vermisse die Suppen meiner Frau. Ich war solch ein Narr, die Arbeit über die Familie zu stellen. Endlich darf ich nun in Frieden ruhen. Und du so? Kann ja sein, dass er mittlerweile seine Meinung ändert. Er sah sehr müde aus, aber hier ist jeden Tag Sonntag. Kein Grund, gestresst zu sein. Oh, ich habe etwas gehört. Lass mich mal nachsehen. Was versteckst du da hinten? Hä? Oh, jetzt dürfen wir rein. Oh, er schläft mit den Zutaten. Auch interessant. Oh je, Mine. Die Lebensmittel wurden angeknabbert. Von einer Maus? Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass wir heute noch mehr Gerichte servieren können. Lass uns für heute Schluss machen. Ich gehe und schließe das Restaurant. Okay. Der Kleiderschrank vom Bären. Hier ist seine Kleidung verstaut. Ich weiß, wir sollen mit den grünen Dingen da wahrscheinlich interagieren, aber... Okay, hierzu gibt's auch sonst nichts. Du hast einen Fotorahmen auf dem Boden entdeckt. Lass ihn uns wieder zurückstellen. Auf dem Foto ist ein süßes kleines Mädchen zu sehen. Sie sieht sehr glücklich aus. Da war gerade die Maus. Hallo Maus. Hallo Maus. Hallo Maus. Hallo Maus. Jetzt sitzt du gleich in der Falle, Maus. Hey. Siehst du nicht, du machst dir Angst. Ach, eine Maus ist ein Kunde. Auch eine Maus ist ein Kunde in diesem Restaurant. Es ist ihr letztes Mal. Lass sie essen, was immer sie will. Ich frage mich, was wollte sie wohl essen? Du hast einen Erinnerungssplitter erhalten. Oh, ein Erinnerungssplitter. Die Erinnerungen von Tieren sind immer etwas vage. Ich glaube, genaueres erfahren wir nur, wenn wir tauchen. Tauchen. Ich finde diese Zwischenwelt hier mit dem Restaurant sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und auch, dass quasi alle Seelen dort landen und dass alle Seelen ein Recht auf quasi das letzte Mal haben und so. Okay, kann ich hier sonst noch irgendwas erkunden? Hallo, ehrenwerter Onkel. Ne, da kann ich nicht hin. Es war hübsch hier, aber wir können hier. Das Loch ist zu schmal, um durchzuschlüpfen. Ja, nun. Da muss ich doch hier mit irgendwas interagieren können, oder? Ich drücke hier einfach jetzt gerade wahllos die Aktionstaste. Kann ich sonst... Ne, hier kann ich auch nicht lang. Hier geht's ja nicht weiter. Ja, und jetzt? Ich habe gerade keinen Plan. Übersehe ich was richtig Offensichtliches? Wahrscheinlich.
Kann ich sonst irgendwas machen? Keine Ahnung. Ja, jetzt auf einmal kann ich damit interagieren. Willst du mich verarschen? Ich meine, das war ja das Offensichtliche, aber das ging mir ja gerade nicht. Keine Ahnung. Egal. Geheimnisvolle Pilze verbreiten ihre Sporen. Dein Körper ist geschrumpft. Oh boy. Hui. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Du bist in das Loch geschlüpft. That's what she said. Okay. Wahrscheinlich sollen wir direkt mit dem interagieren. Dann machen wir das mal. Ein Bissen nehmen. Du hast einen Bissen genommen. Gar nicht so übel. Okay. Was? Ein Pilz? Einen blauen Pilz? Ist sowas überhaupt essbar? Lass uns mal im Internet nachsehen. Cool, die haben Internet im Jenseits. Das finde ich gut. Indigo Reizkehr. Wow, er ist genießbar. Was für eine Gourmet-Maus. Es ist völlig egal, wer du bist oder woher du kommst, wenn es ums Essen geht. Ich werde den Pilz dieses Mal selbst servieren. Vor dir schien sie Angst zu haben. Deine Schicht ist zu Ende. Okay. Können wir trotzdem noch mal eventuell rein? Der Bär scheint beschäftigt zu sein. Lass uns ein bisschen umherlaufen und dann ins Bett gehen. Okay, dann machen wir das doch mal. Können wir hier gerade mit irgendwas interagieren? Mikrowelle, Schneidbrett, ich glaube nicht. Dann laufen wir mal wieder zum Bahnhof. Sicherheitshalber gucke ich, hier geht's nicht lang. Das wird sich vermutlich auch im Spiel nicht ändern, aber ich gucke trotzdem sicherheitshalber. So. Okay. Die Mutter und das Baby sind wieder vereint. Dann fangen wir auch hiermit einmal an. Ich habe endlich mein Baby kennengelernt. Was für ein prächtiges Kindchen. Endlich habe ich mein wunderschönes kleines Mädchen kennenlernen können. Wem sieht sie ähnlich? Sie hat das gleiche braune Haar wie ich, aber ihr Lächeln erinnert mich an ihren Vater. Wo ist ihr Vater? An dem Tag hat mein Mann die Wochenendschicht gearbeitet. Er sagt, dass er Überstunden macht, damit wir uns den neuen Kinderwagen leisten können. Vermisst du deinen Ehemann? Ich mache mir Sorgen um meinen geliebten Mann. Wir haben ihn beide urplötzlich allein gelassen. Das Einzige, das ich tun kann, ist es zu hoffen, dass es ihm gut geht. So, das haben wir. Dann hallo, ehrenwerter Onkel. Wie war es auf der Arbeit? Ein entspanntes Arbeitsklima mit erfüllenden Aufgaben. Interessiert mich schon gar nicht mehr. Bezahl mir einfach meine Überstunden. Du solltest zeitig nach Hause gehen. Pünktlich nach Hause gehen? Das grenzt ja schon an einen urbanen Mythos. Naja, ich könnte schon nach Hause gehen, aber wenn ich das mache, dann würde mein Boss mein Gehalt kürzen, in der Annahme, dass ich nicht hart genug arbeite. Sowas ist scheiße. Sowas gibt's ja leider. Gerade in Japan und so. Warum hast du dich so überarbeitet? Tatsächlich denke ich selbst nicht, dass lange Arbeitszeiten die Produktivität steigern. Tun sie auch nicht, ist ja nachgewiesen. Weil man ab einer bestimmten Zeit gar nicht mehr aufnahmefähig ist und dann entweder zu langsam arbeitet oder sich auch mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt, die nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben. Aber die unzähligen Überstunden vermittelten uns eine Illusion von Fleiß und harter Arbeit. Ich hatte weder den Mut noch die Kraft, an meinen Lebensumständen etwas zu ändern.
Ja, das kennt man, aber diesen Mut sollte man in ja, diversen Arbeitssituationen vielleicht haben, um sein Leben wieder ins Positive zu wenden. Warum wechselst du nicht den Job? Meine Fertigkeiten sind in einer derart speziellen Nischenbereich angesiedelt, dass ich nutzlos würde, wechselte ich den Job. Ich hatte darüber hinaus sowieso gar keine Zeit, mich nach einem anderen Job umzusehen. Ich hatte eine Familie, es gab keine andere Möglichkeit, als einfach weiter für dieses Unternehmen zu arbeiten. Am Ende war ich in einer Sackgasse angelangt. Ja, das gibt es, wie gesagt, leider gar nicht mal so unselten. Besonders dieses Zeit haben, um sich nach was anderem umzusehen. Das kann ich so ein bisschen nachfühlen. So. Ja, der ist noch beschäftigt mit der Maus. So. Dann tauchen wir mal wieder. Dann tauchen wir mal beim Baby. Tauchen. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich die nächste Perspektive des Autounfalls, oder? Das war köstlich, nicht wahr? Lass uns nach Hause gehen, das kennen wir ja schon von der Mami. Boah, von dunkel zu hell, das war gerade fies für die Augen. Okay. Ehrenwerter Onkel, und die Maus können wir anscheinend auch einsehen, okay. Manu, ich habe den letzten Zug verpasst, schon wieder. Ich muss diesen Bericht bis morgen fertig bekommen. Ich habe meine Frau schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ah, wenn du nur noch für die Arbeit lebst, dann hast du kein Leben mehr. Bin ich der Meinung. Okay. Huch. Meine Schicht verschwimmt. Sicht stand da. Nicht Schicht. Warum? Okay. Und jetzt die Maus. In die wir trotzdem eintauchen können. Den falschen Pilz genascht. RIP. Ja, gut, das war das. Interessant. Pyjama bitte. Danke. Schlafenszeit. Let's go. Oh, das mit dem Tanz ist schon süß. So, wer oder was bist du? Du kleiner Kohleteufel. Okay. Unsere verschwommenen Erinnerungen wieder. Was zeichnest du da? Hehe, dreimal darfst du raten. Sieht aus wie ein Bär. Und? Was ist das hier? Das ist ein Geheimnis. Okay, das ist interesting. Good morning. So. Erstmal schnurstracks umziehen. So. Okay. Ja, am Tisch brauche ich ja nicht nochmal gucken. Das wäre ja kompletter Quatsch. So, wo ist der Bär? Nur der Chefkoch. Okay, dann einmal hier hin. Oh. Hallo Bär. Uff. Ich fühle mich heute nicht so gut. Das liegt sicher an dem Pilz. Kannst du dich heute allein um das Restaurant kümmern? Wenn dir die Bestellung zu schwer erscheint, nimm sie nicht an. Mir geht es sicher bald wieder besser. Uff. Okay.
Kriegen wir hin!